Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Beim letzten Mal waren wir in der Command Combat Zone und haben dort die Kate mitgenommen. Ich wette, die heißt Caitlin, wie die aus Game of Thrones. Und diese ist sehr effizient im Nahkampf, so wie wir das sehen konnten und dadurch vermuten. Wir gehen jetzt aber dorthin, wo die Minutemen ihr altes Lager hatten. Also ihre Hauptbasis, ne? Es war ja deren Stammplatz, deren Hauptquartier quasi, ne, hier nahe der Burg. General Atomics war unser Anhaltspunkt. Da könnten wir theoretisch auch mal hin, aber na, vielleicht gehen wir da auch mal hin. Mal gucken. Wenn es nah dran ist, gehen wir da hin. Ansonsten erstmal zu Preston sein Hauptquartier. Hier ist noch Action, oder wie sehe ich das? Bus Station. Haben wir hier eine Stadt oder so ein... Hast du es richtig? Okay, wir sind hier wohl nicht erwünscht, so wie das aussieht. Da erscheinen... Kampfhunde. Alter. Erstmal sehen. Jetzt sind unten noch welche, wa? Caitlin bockt das. Sehr schön. Unaufhaltsam, aufgeregt, Plasmagewehr. Cool. Photonenerreger, kurzer Lauf. Die nehmen wir mit. Ja, komm doch wieder hin. Versteck mich doch auch gar nicht. Oh, ich gehe mal oben besuchen. So, wir werden uns mal eben ein Stimpack einwerfen. Denn es hat sich schon wieder ein bisschen matt an uns, obwohl, ne, wir werden mal essen. Das hier. Das hier auch noch. So, dann sind wir gleich wieder voll. Was haben wir hier so? Ist hier irgendwas vermint oder so? Wahrscheinlich. Wir kennen ja unser Glück. Hattest du was Wichtiges? Splittergranate kann man gebrauchen. Matratze. Schlafsack. Na gut. Gehen wir mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier ist eine Kochstation. Staubsauger-Dingen oder was auch immer. Ich habe nur 26 Frames. Freue ich mich ja. So, darüber können wir nicht. Hier ist so auch nichts mehr gelagert. Gut, dann gehen wir weiter nach unten. Da ist so eine Metro Station. Ich weiß nicht, was es da gibt. Man könnte da natürlich jetzt rein. Wo geht's denn hier runter, verdammte Scheiße? Wo kam man denn? Wir kamen von da. Was schießt da denn noch? Oh, von wo kam man denn jetzt? Wir haben die hier umgebolzt. Hallo? Ach, da. Stimmt. Terminal bringt uns wahrscheinlich nichts mehr. Dann machen wir hier mal leer. Giddy up, Buttercup, Vorderbein. Was auch immer. Das nehmen wir mit.
viel zu fett für die Türen. Das wär's. So, nehmen wir. Hier bleiben. Ist leer. Ist auch leer. Muss die Frage, gehen wir jetzt nach unten? Haben wir was davon? Ich gehe erstmal gucken, wer da schießt. Da oben? Wir haben die den Bus da hochgekriegt. Scheiße, was war das? Nix. Heute gehört mir. Was seid ihr denn? Nun lasst euch doch mal blicken. Was zum Teufel war das? Das wird sicher lustig. Hm? Ich schwöre, da war was. Kate macht das klar. Die haut da drauf, da bleibt nichts stehen. So, aber hier bleibt schon, glaube ich, noch eine bessere Rüstung für die. Metallrüstung. So. Komm mal her. Hoffentlich. Dann kriegst du, du hast jetzt eine Raider-Rüstung, ne? Dann kriegst du hier eins. Dann kriegst du die noch. Dann wird die auch angelegt. Räderrüstung macht 2. Räderrüstung macht auch 2, 4. Dann nehme ich die wieder. Kampfrüstung rechter Arm. Räderrüstung rechter Arm. 1, 9. Kriegst du das? Sonst war hier nichts mehr. Leicht. Oh, gut. Linker Arm, glaube ich. Jo. Lederrüstung, rechtes Bein, Lederrüstung. 2-2. Zwei, 5. Dann. Ich weiß nicht, ob ihr mir das irgendwann bringt, aber. Das ist das wert. Hallo? Hallo. Verdammt! Die Raider sind um diese Jahreszeit schlimmer als die Mücken. Ist das der Ricky? Was zum Teufel machst du hier oben? Das würde ich dich auch gerne fragen. Das war der Informant. Das ist der Informant. So, da haben wir hier wohl alles ausgeräumt. Gehen wir mal weiter. Ich überlege gerade, General Atomics oder gleich zur Burg? Notfrequenz. Was sagt denn die Notfrequenz? Sagt die überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Der Kopf. Dir geht's gut? Sehr gut. Diese Blutgeber, du.
Diese Trolle. Ja, am Bein. Oh Gott. Fuck. Ja, dein Bein. Ihr Bein, weißt du? Alles fliegt hier um die Ohren. Mein Bein. Krankes Weibchen. Vor die Fischverarbeitungsanlage. Schön. Oh. Irgendwas verfolgt uns. Du verlierst. Oh. Verdammte Schulter. Ach komm. Putz. Spielchen. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Ah, die geht doch einfach rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Scheiße. Oh. So, der hat noch eine Aludose, die würde ich gerne mitnehmen. Wir wissen ja, Aluminium ist selbst bis hier hingekommen. Na? Ich will jetzt aber nur bedingt durchlaufen. Fliegt hier in die Luft. Ist ja auch egal. Wir wollen ja mit General Atomics hier nachgucken, was los ist. Hallo? Ist hier was Besäuzsames drin? Alte Karre. Und Schrank. Ein leerer Schrank vor allem. Ups. Das wollte ich nicht. So, General Atomics Fabrik. Ach komm. Was soll's? Gehen wir halt mal rein. Hm? Garstige Plan. Dachte ich mir schon, dass das doch nicht ist. Zurück zum Alltagstod. Hm.
Alter, Finne. Putz. Ich bin's nur, der kleine Mr. Handy. Kein Grund, sich zu fürchten. Tu mal nicht so. Das ist ein ganz schön schlimmer Finger. Kannst du mir glauben? Keine Fallen? Nur wer tot ist. Okay. So, Tor Nummer 2. Selbes Bild. Tor Nummer 3 ist zu. Hauptsache 10 Kronkorken im Mülleimer. Jawohl. Haben wir jetzt schon alles tot gemacht? Hm. Einmal speichern. Wir haben ja genug Haarklammern. Geschafft. Alles, was man braucht, ist eine ruhige Hand, wie? Hm. Warum nicht? Konnte ich doch eben aus Versehen auch mal ausziehen, oder nicht? Lass mich doch aussteigen, verdammte Scheiße. Das wird plötzlich wieder nicht funktionieren. Mr. Handy! Hier irgendwie ausziehen. Geht einfach nicht. Mann. Was jetzt, wo ich mal was nachlesen will, da kann ich nicht, weil ich die scheiß Rüstung anhab. Das wäre ja typisch. Seife nehmen wir mit. Seife ist wichtig. Also Seife ist für unseren Fortbestand schon essentiell. Mehr Kritschaden. Wir haben Ordner genommen. Keiner weiß wofür, keiner weiß warum, aber wir haben Ordner mitgenommen. Okay. Dann können wir jetzt hier durch. Dahin. So. Die wird einfach nur stehen. Warum die Mühe machen, ne? Ist hier nicht? Der haut mich. Gut. Ja. Verschwunden? Das war ein Geschiss. Ja.
erledigen. Da du der Welt offenbar dich und bist, übernehme ich das gern für dich. Oh Gott, oh Gott. Hey, Inventar, Hilfsmittel. Scheiß bist du! Das Geschütz war ich mit am nervigsten. So, ist hier noch was? Haben wir was von dem ganzen Spaß oder? Ich habe was von selbstzielend gelesen. Ich bin hochinteressiert. So, Waffen. Irgendwas und selbstzielend. Nee. So, ist hier noch was? Weiß auch gar nicht, ob, wenn, nach was ich hier was suche. Haben wir ja auch lebende Menschen? Nee, nee, nur Totes. Hallo? Hallo? Kriegt wieder Strahlung ab. Eine Karotte. Ja. Kaffeetasse. Da haben wir was zusammengeklöppelt. Da waren wir ja eben drin. Ja, ja, ja. Fusionskerne. Haben wir ja noch genug. Oh. Schlimm. Hallo. Das ist ein Einsteigerschloss. Also. Cool. Kate hat das gefallen und die war gar nicht da. Huch. Wir kommen überall rein. Muss es eben nur wollen. Hallo? Ist hier irgendwas Besonderes? Außer ein Hirschbild? Das war's.
Aha. Meine schönen Haarklammern. Die brauche ich doch noch. Ja. Ja. So. Hier waren wir ja schon. Keiner geht ans Telefon. Na komm. So, los, beim Schlösser knacken ist das meine erste Intention. Erstmal nach rechts drehen. Test Area. Okay. Ich bin hochgradig interessiert. Gucken. Hallo, Einheit 761. Willkommen in der Abteilung für Qualitätssicherung. Wir stellen sicher, dass Sie gemäß unserer hohen Standards funktionieren. Wir müssen ein paar Tests durchführen, bevor Sie Ihre Pflegetätigkeit wieder aufnehmen. Gehen Sie jetzt bitte in die erste Testkammer. Testen wir Ihre erzieherischen und verhaltensbeeinflussenden Fähigkeiten. Ja. Mein Kollege spielt Ihren hypothetischen Schützling, den kleinen Timmy. Das hier? Der kleine Timmy hat beim Fangenspielen eine wertvolle Vase zerbrochen. Die Vase war ein unersetzliches Familienerbstück. Bitte bestrafen Sie das Kind entsprechend. Bestrafen Sie das Kind. Genug bestraft. Das Kind braucht Strafe. Wie viel Strafe denn noch? Bitte bestrafen Sie Timmy. Wie viel soll ich denn Timmy noch bestrafen? Ah, oh. Okay. Das Kind braucht Strafe. Ja, wie denn noch? Wie soll ich Timmy denn bestrafen? Soll ich ein Tablett um die Ohren hauen oder was? Ja. Bestrafen Sie das Kind. Ist das das Kind oder ist das einfach nur ein Toter? Fantastisch. Die angemessene Strafe war die Trennung des Kindes von potenziellen Unterhaltungsmitteln. Ja. Körperliche Züchtigung ist streng verboten, solange der Nutzer diese nicht in ihrer Konfiguration aktiviert. Natürlich! Gehen Sie bitte in die zweite Testkammer. Ja, ich verstehe. Die Nanny-Einheit muss die Bedürfnisse ihrer Schützlinge erkennen. Aha. Bitte bewerten Sie den Zustand des weinenden Kindes und erfüllen Sie seine Bedürfnisse. Wenn Sie den Dingern beibringen könnten, Sweet Rosie O'Grady zu singen, wäre ich echt beeindruckt. Das Kind hatte Hunger. Ihre Tonfallanalyse scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Natürlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sicherzustellen, dass keine veralteten Schalldämpfungsprozeduren in Ihrer Programmierung verbleiben. Gehen Sie jetzt bitte in die dritte Testkammer. Ja, sofort. Hier könnte ja überall noch irgendwas sein. Ich würde sagen, die Testkammer machen wir jetzt gleich noch fertig hier. Und dann war's das für heute. Jetzt Ihre Gefahrenerkennungsmatrizen. Richten Sie diese Umgebung kindersicher ein, indem Sie gefährliche Objekte dorthin bewegen, wo kleine Hände Sie nicht erreichen. Machen Sie das Zimmer kindersicher. Hier jängelt der Mondaffe, der ist gefährlich. Den packen wir hier auf den Tisch. Und dann haben wir noch. Den Müll etwa mitschleppen? Nee, eigentlich nicht.
Noch irgendwas gefährlich hier? Teller? Entfernen Sie Gegenstände, die zu Verletzungen führen können. Die Nagabe kommt weg. Kommt weg. Auch weg. Alles in der Spüle. Ups. Das war ungeplant. Babyrassel. Putzmittel sollte man sein lassen. Kaputte Lampe. Entfernen Sie bitte gefährliche Objekte. Ja, wie? Oh. Ja, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Hui. Hui. Entfernen Sie bitte gefährliche Objekte. Was ist denn gefährlich? Wer definiert denn hier bitte, was gefährlich ist? Eine gute Machete ist er. Noch irgendwas? Hier, Trinkglas. Wieder geklaut. Mist. Ich weiß gerade nicht, was hier noch gefährlich sein könnte. Ich merke, wie du mich ansiehst. Sie ich wollte damit nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, sondern wollte es nur erwähnen. Aber welche? Ich glaube, die Tasse könnte. So, jetzt hängen uns der Mondaffe. Machen Sie das Zimmer kindersicher. Ja, was mache ich hier denn? Meinst du, ich bin hier nur am Rumpimmeln oder was? Ich leiste hier schwere Arbeit. Das noch weiter wegpacken. Ist hier noch irgendwas? Teller. Kinder sicher machen. Soll ich sie mal klauen? Entfernen Sie Gegenstände, die zu Verletzungen führen können. Boah, technisch gesehen kann ja alles zu Verletzungen führen, wenn man es so vernünftig anstellt. So, ist auch weg. Und auf dem Boden ist nichts mehr. Glaube ich, hier. Holzblöcke vielleicht noch. Das hier. Oder das Glas. Jengels der Mondaffe vielleicht. Keine Ahnung. Ich muss das lösen, um das Terminal, um den Safe aufzukriegen, wa? Hab ich hier noch irgendwas? Hab ich hier was übersehen? Liegt hier irgendwo was rum? Hier, bist du gefährlich? Nee. Hab ich mir auch nicht gedacht. Ich finde hier aber auch nichts mehr. Sofa. Hä? Ja, was mache ich denn gerade? Wonach sieht das denn für dich aus, gute Frau? Hier ist alles leer.
Entfernen Sie Gegenstände, die zu Verletzungen führen können. Das ist schwierig. Ja, lustig. Hä? Entfernen Sie bitte gefährliche Objekte. Ja, ich würde sagen, wir probieren hier im nächsten Part noch weiter rum. Ansonsten gehen wir einfach zu Preston und dann war's das. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Part.